Los geht's. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Battleborn, aber wir haben natürlich Unterstützung vom Onkel von Gamerscheck LP. Hallo, Höschen. So, wir haben schon wieder blöde Fallen vor uns hier irgendwie, ganz gemeine, die von der Decke fallen. Habe ich da Angst? Ja, ich habe Angst. Fallen, die von der Decke Smirk, fallen? Smirk, ja. Der quietscht wiederum. Deswegen heißen sie auch Fallen, weil sie fallen. Fallen. Wo denn? Oh. Scheiße. Oh, aha, hoppsala. Na eben. Ja, fast. Vorsicht, solange der Gegner deiner Seite ist, gehe ich da nicht weiter. Jetzt ist er tot. Aber er ja, wenn er sich selber matscht, ist das gut. Das finde ich in Ordnung. Boah, Alter, wie sie da hinten drunter kaputt geht. Meine Flutwelle war geil. Die hat dich genau gerettet, Onkel. Was bist du denn für einer da? Hallo? Der schießt auf mich. Da kommt nur einer. Was ist denn für welche? Kurz erschrocken. Na komm. Oh, Onkel, du hast da Spaß, richtig? Ja, sehr viel. Und durch. Oh, nicht wieder in die Falle reinspringen. Ja, scheiße. Das ist ein komisches Ding hier. Toll. Wieso jumpt ihr eigentlich so schnell weiter hier? Da war gerade das Timing da. Ja, hier ist noch eine Dreierplattform. Kommen wir mal hier die auf die Dreierplattform. So, brauchen wir noch den. Wo ist denn der Stärke? Okay, kommst du zurück? Du stirbst gleich. Komm zu uns, komm zurück. Komm zurück! Komm her! Ja. Du schaffst es! Und lass dich nicht zermatschen. Du hast Gegner mitgebracht, richtig? Ja, er hat Spaßfreunde mitgebracht. Ich mach so ein Ding hier drauf. Das sind doch Checkpoints, ihr Nasenbären, ey. Was macht ihr denn nur? Natürlich. Wir wollten nur den Check machen. toll. Wieso gehen die Dinger nicht auf? Oh Mann, ey. Scheiße. Du, ich mach das schon länger mit dem guten Zuhörer. Der macht sowas häufiger. Aber ich bin leider so dumm, ich fall da immer wieder drauf rein und glaube, dass er Ahnung hat, was er da macht. Ich dachte, das wäre so. Aber dass so eine Tür, die aufgehen muss. Und ich laufe doch zurück, ey. Ja, ich mach das schon seit Jahren, das ist normal. Ich hab da Spaß dran. Das war aber nicht Absicht. Nein, du bist einfach zu gierig und willst jede Tür öffnen, egal wie. Auch wenn sie gar nicht zu öffnen ist in einem Spiel, das ist der Punkt. Okay. Hauptsache haben. Meins. So, nun? Ach, nee. Der greift das Turret an der Sack. Deswegen habe ich den Turret hier aufgebaut, zur Ablenkung. Oh, ich krieg jetzt gerade das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. So eine Scheiße. Ist auch okay. Ist kein schlimmeres Gesicht. Hä? Wo ist denn Snooks? Ich bin da, wo wir hin müssen, aber es ist egal. Ich bin da, wo die Gegner sind. Ich mach das ich schon. Bin, genau. Wir machen die Gegner und Snooks drin weiter, genau. Ihr macht die Gegner, ihr werdet sehen in meinem Gameplay, was das ich hier für viele Möpse hatte. Wie kommt man denn da hoch? Also, Möpse habe ich sowieso, weil ich spiele da hoch. Können wir das mal hier... Du bist eine Etage höher schon. Wir bist da hingekommen. Ja, hier mit dem Jumper. Weitergelaufen, ja? Mit dem Jumper. Aua, der hat mich hier angejiggelt hier. Angejiggelt? Angejiggelt. Der ist auch ein Fahrstuhl gut, ne? Guck mal, hier ist wieder ein Türöffner. Ja, schon mal. Es ist wieder Story gelabert. Ihr beide müsst wieder reden. Es ist unglaublich. Halt dich mal. Das ist ja selten dämlich. Ach, und ich glaube euch nicht. Es hat halt gerade gepasst. Du musst dich jetzt loswerden. Oh, noch ein Tor. Vielleicht ist ein verfluchtes Amulett oder so dahinter. Festhalten. Ich versuche ihn von hier aus zu öffnen. Lasst euch inzwischen nicht aufspießen, verstanden? Das ist schwer, weil überall in der Decke so Dinger sind. Wie komme ich da hoch? Ich wusste es. Ich gehe da durch und das Ding runter. Toll. ganze Zeit steht das Ding nur still. Und was passiert? Ey, Alter. Halt mich jemand, bitte. Ach so, ja.
hab gerade noch einen dicken, danach mache ich das. Wenn ich an dich rankomme. Wo bist du denn? Du bist unter dem Ding. Warte, ich mach gerade, ich mach gerade. Ah, auch tot. Nein. Das ist auch platt, oder? Also das geht nicht. Das geht nicht. Dann mach ich's auch nicht, wenn's nicht geht. Ich meine, das bringt denn ja nichts. Wo seid ihr wieder? Oh. Hier sind so Druckplatten, da kann man sich draufstellen. Ja, genau. Nee, das war schon. Scheiße. Ich hab mich gefragt, wer ihr da hochgekommen seid. Und aber über mir sind doch die. Das ist doch kacke. Mama. Angst. Autsch! Ach, das gibt's doch gar nicht. Ihr seid schon wieder tot, oder? Nein! Hilfe! Hilfe schnell! Was macht ihr denn? Der hat mich runtergeschubst und dann klatschbumm, bin ich tot. Ey, Mann! Also ich lieg am Rand, mich kann man eigentlich schon wieder beleben. Scheiße! Ach, zu spät. Oh, Scheiße! Hilfe! Ich hab hier die dicke Wopse! 3, 2, 1 und tschüss! Scheiße! Oh, Kack! Hey, Hilfe! Ey. Oh, super! Noch 4 Leben haben wir, aber das werden wir nicht mal hinkriegen, glaube ich, heute, ne? Ich will hier weg, ey, Mackers! Sich aus, so lange zu trainieren! Oh, nee, ey! Alter, hab ich hier. Ah! Ich bin da! Ja, ich die Rampe hier hoch. Na, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich habe dafür, dass ihr dann sozusagen die Gegner abgelenkt habt, habe ich sie erstmal alle platt machen dürfen. Wie komme ich da eigentlich hoch, sag mal? Wie komme ich da hoch? Du springst oben auf die Dinger, die hier hoch und runter gehen. Jetzt bin ich wieder runtergehüpft. Nein! Nein! Geh weg! Ich habe ja ohne Ende Gegner, was soll das? Komm hier rauf, hier rauf. Hallo, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Hier rauf. Und dann? Springst du weiter. Da wird man flach gedrückt oben, oder? Ja, deswegen musste ich eben noch schnell weg, weil ich wieder versucht habe, dir den Weg dazu zu zeigen, ey. Mama mia. Was hat er hier? Der ist tot. Ja, ich habe ihn zurückgeschubst. Aber leider nicht in die Falle rein. Was ist hier neben dir? Muss das so sein? Na komm, der ist gleich hinüber. Siehst du, das war's. Der will aufstehen. Das ist aber noch einer. Das war's. Das war's, das ist doch noch einer. Ach was, das war's. Der zählt nicht. Der ist hinüber. Flitsch. Sag mal, wie viel sind denn da noch? Ja, aber die nächsten mehr, ne? Weg. Löst, der liegt noch. Hä? Hat der gerade in die Luft geschossen? Du rattest deinen Onkel und der kam die Wasserfontäne und haut es in die Fontäne rein. Sah gut aus, das sah echt gut aus. Sehr schick. Oh oh. Hüter Ark. Sag mal, oh, bist du fix? Ja, schnell, ne? Ja. Ach, der ist golden, deswegen sehe ich ihn nicht. Wer, was? Da ist noch einer. Siehst du ihn? Nox ist weggerannt, kann das sein? Nein. Was ist das denn hier? Ich habe mich nur auf eine erhöhte Position bewegt. Du hast dich verpisst, heißt das. Kannst du so nicht sagen. Ah, vorbeigeballert, scheiße. Nicht zu erkennen hier. Was ist denn das? So, und Megabums. Und Bums. Zwischendurch heile ich den Onkel mal, wenn er da so rumfleht. Was mach ich? Du flehtst da rum. So ganz gemütlich. Upsala. Oh. Jo. Danke. Back in time. Back in game. Back in game. Jo. Ich flieg gleich wieder bis außerhalb der Map, wenn ich so anrufe hier. Aber komm, der ist auch schon wieder schnell runter. Ja. Das kriegen wir da hin. Das läuft.
Aua. Die ist dahinter gegangen. Ja, sieht geht gut runter, ja. Alter, was ist das für ein so knapp hier. Und jetzt ist sie weg. Boah, Onkel ist wieder geheilt, alles gut. Jo. Ach, das ist tot. Das war ja einfach. Oh, hier geht was auf. Oh. Ein Loch im Boden. Wer ist das? Ist das gut oder ist das böse? Löcher sind immer gut. Wie im richtigen Leben. Wie bitte? Ich würde auch mal. Ist gut, wenn wir uns alle gleichzeitig draufstellen. Okay, los, zurück zur Hauptkammer. Teile der Eldred wollen dich verschleppen. Sie wollen dich als Waffe benutzen und das können wir nicht zulassen. Können wir unser Problem nicht irgendwie ohne Gewalt lösen? Dass das über meine nicht da lang auch, Nicht? Ohne Gewalt? Ohne wollen wir mal runtergucken? Auf keinen Fall. Wo muss ich jetzt hin? Runterspringen oder hier die Falle reinlaufen? Ich gehe hier runter. Man könnte auch hier lang laufen, ne? Ja, ja, mach mal. Ich mach's nicht. Ich komm mit. Da ist aber noch Platz dazwischen uns, oder? Verdammt. Ja, da muss ich aber über die... Ich gehe einfach die Treppe ganz ruhig. Treppe? Ja, hier, Treppe rauf, bin ich da. Braucht nicht über die ganzen Jump-Pads da und die Fallen und... Ich weiß nicht, da gab's wahrscheinlich irgendwie ohne Ende irgendwas. Aber es klingt, als der Sentinel auf Verteidigung festgelegt. Er wird es uns nicht leicht machen, wer wir auch sind. Wo seid ihr? Seid kampfbereit. Bin ich hier richtig? Ich bin rübergesprungen. Ja. Du bist doch rübergekommen? Jumppad. Wir sind jetzt da, du bist jetzt noch weit weg. Oh. Schnüff. Was kommt davon, wenn man immer alles angucken muss und jede Truhe öffnet? Ja, aber da kannst du bestimmt noch mal extra. Ja, ja. Wer ist das? Der alte Sentinel, denke ich mal. Das sind ja mal zwei Bosse pro Episode und da wir schon einen hatten, müsste das nur zwei sein. Ja, das ist jetzt der dritte. Wir hatten da schon zwei kleine. Oh, hier sind so komische Pets, wenn man sich aufsetzt. Wow, es ist echt eine Waffe. Achtung! So richtig runterkriegen wir da aber noch nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Also negativ, negativ, nur oberflächlich eingeschlagen. Oh, noch mehr. Nein. Nicht wirklich. Und was machen die Gegner hier? Ja. Im Zweifel uns platt. Also. Und er zoomt mich zu sich ran. Das ist auch nicht schön. Auch nicht so schön. Ne? Wollt ihr was tun hier immer? Ah, aber jetzt hat er aber Held verloren. Ja, ich hab ihn gerade geschnetzelt. Aha, okay. Dann war es wieder nur du das. Ja, sicher! Guck doch mein Video. Ich glaube, er macht so alle Kills hier, oder? Das mache ich sowieso, um deine ganzen Bauten zu überprüfen. Ach, nur deswegen, ja. Nimm dies! Also, der ist ja wohl richtig zäh, der Junge, oder? Alter. Junge. Ja, und der hat bisher nur ein Fitzelchen von Zitrone weg da. Ich hab jetzt meine ganzen Mega-Fähigkeiten reingebaut. Oder? Ja. Uiuiui, das kann böse enden. Das wird auch ein bisschen länger dauern, glaube ich. Achtung, jetzt kommt das Schnitzel. Und er kann uns hier wieder von der Plattform stoßen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, ich achte da drauf. Kommt das Schnitzel, aber das zieht ihn gar nichts ab gerade. Ich hab da gerade eine Heilfontäne für dich gebaut. Onkelhof ist allerdings gleich wieder weggelaufen gewesen. Aber ich glaube, du hast noch ein bisschen was abgekriegt. Ja, ja, dann war das rein. Gut. Dann hast du doch noch was abgekriegt. Gleich die Hälfte runter. Boah, die scheiß anderen Viecher noch hier. Leck mir doch die Sack. Ja, das ist echt super ätzend. Ich sehe gerade nichts außer Licht und meine roten Schwert. Gute Mischung. Hat er sich gerade geschützt? Fuck. Oh. Oh, Schutzschild. Warum? Was macht er? Wieso? Weshalb? Warum macht er das? Ah, ich seh's. Die gelben Dinger am Rand. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Er regeneriert sich irgendwie. Bad feeling. Ja, schön, schön gemacht. Nix regenerieren. Schönes Ding. Ja, aber und? Ja, nein, sind wir jetzt mal okay. Gar nicht.
Oh, vorbeigeschossen. Ich hab dir nichts getan, geh weg, ich war's nicht, ich bin eine Frau, du nicht schlagen, Frauen schlägt man nicht, geh weg, geh weg, geh weg. Irgendwie. Geh weg, geh weg, geh weg. Der zieht nicht runter, der Typ, ne? Oh, wieso der ist da. Wieso auf mich? Da stehen aber noch andere Leute hier rum. Oh, das rumpelt aber da bei dir auch. Uiuiui. Ich mach eine ich bin Suppe nach Suppe, das ist unglaublich. Du sollst nicht Suppe kochen, du sollst den Klapp machen. Ja, ich mach mal meine stärksten Waffen hau ich da ständig rein, aber das interessiert ihn kaum. Achtung. Doch, hier ein bisschen. Oh, irgendwo müssen wieder diese gelben Dinger sein. Er ist wieder. Ja, wo? Keine Ahnung. Ja, ein paar Freunde. Da. Ein paar Freunde, geboren. Ich kann gerade nicht helfen. Ja, kein Problem, gleich weg. Jo. Haufen. Oh, er hat mich gehauen. Böse Wichter. Böse Wichtels. War das Schüter so? Er ist wieder Gülden. Wieder Gülden? Was soll das denn? Okay, ich geh mal lieber weg. Achtung, irgendwann wird irgendwas hier passieren. Coole Ansage. Ah, er ist wieder normal. Normal? Normal böse, ja. Ja, normal hat er rumgetrampelt gerade. So, Megabuch. Ey, der ist ja wieder voll aufgeladen, der Sack. Naja, nicht wirklich, aber hilft, immerhin. Muss das so sein? Boah. Oh, sag mal, Alter, kann der was ab. Oh, Stunden später. Das lässt ja, wir sind jetzt glaube ich im vierten oder fünften, wo sind wir, welche Episode? Jedenfalls das lässt ja für die letzte Episode echt offen. Wir werden ganz einfach werden. Ich glaube, wir verstehen was anderes immer ganz einfach. Okay. Oh, jetzt geht's aber. Er kommt. Und komm, super rein hier. Mein Wasserdrachen, ja. Ah, das war gut. Der Wasserdrache war gut. Nochmal Wasserpfütze. Spritzt mich nass, Baby. Wir haben ihn gleich. Ja, jetzt. Baby. So, den Onkel. Ist weg. Was? Ja. Klebefinger, ey. Wahnsinn. Der unausweichliche Niedergang der Eldritt wird verschoben. Zurück zur Nova. Trinken wir was. Und jetzt kommt so ein Riesenraumschiff. Haben die keine Laser, um Nein, den Platz zu machen? Nein, das ist ja nur... Da haben die Bohnen die drin, haben ihre Bowlingbahn irgendwo und... Transport. Die Tür aufmachen, der Sack. Achso. Wow. Wow, das ist aber echt meine Aussage. Keine Pause für die Bösen, die Trophäe. Keine Pausen für die Bösen. Ui. Ja, ui. Also das war ja, die können ja mächtig was ab. Also wenn das jetzt noch irgendwie 3, 4, 8 Kapitel weitergeht, möchte ich den Gegner irgendwie... Nein. Au. Aber wir werden es erleben, fürchte ich. So ist es. So. Die Punkte checken oder was? Ja, ich würde gerne einmal wieder den Endscreen sehen, was der Onkel da tatsächlich alles wegschnitzelt. Weil das sieht immer so böse aus, wenn du da drauf haust. Wir haben die Ambra haben wir freigeschalten. Erlebt bei mir noch. Nee, bei mir nicht. Bei mir gibt es auch einen neuen Charakter, ja. Galier. Hä? Onkel, was ist los? Was denn? Du hast gar nicht so weggeschnitzelt, wie ich gedacht habe. Ich habe auch nur 73. Das ist unglaublich. Was ist das für ein Charakter, den du hast? Ein Heiler. Ein Heiler. Nenn mir es mal Heiler, ja. Das ist klar. Ich sag ja, die hat. Also ich finde die ziemlich cool. Als Heilerin knallt die echt rein, muss man echt so sagen. Für die Statistik. So, das war's? Ja, Cheater. Cheater, genau, das ist es, Cheater. Nee, wieso? Du hast doch, also du hast auch den meisten Schaden abgekriegt, Onkel. Also du hast erlittenen Gesamtschaden hast du richtig auf die Fräse gekriegt und ich am wenigsten. Mhm. Also, ist halt so. Ich war ja auch ganz nah am Geschehen. Gut. War okay. Halt mittendrin statt, oder? Eben. Das war's dann, ja. Würde ich sagen. Genau. Für diese Folge. Battleborn mit dem Onkel von Gamers Check LP. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.